Howard Phillips Lovecraft vom Jenseits. Über alle Vorstellung grässlich war die Veränderung, die mit meinem besten Freund Crawford Tillinghast vorgegangen war. Ich hatte ihn seit jenem Tag vor 2,5 Monaten nicht mehr gesehen, als er mir erzählte, welchem Ziel seine physikalischen und metaphysischen Forschungen zustrebten. Als er meine verschüchterten und beinahe erschreckten Einwürfe damit beantwortet hatte, mich in einem fanatischen Wutanfall aus seinem Laboratorium und aus seinem Haus zu jagen, da war mir klar gewesen, dass er jetzt die meiste Zeit mit dieser verfluchten elektrischen Maschine in dem Mansardenlaboratorium eingeschlossen bliebe, wenig äße und sogar das Personal aussperrte. Doch ich hatte nicht gedacht, dass eine kurze Zeitspanne von 10 Wochen ein menschliches Wesen so umkrempeln und verunstalten könnte. Es ist nicht schön, einen korpulenten Mann plötzlich vom Fleisch fallen zu sehen. Und noch unschöner ist es, wenn sich die schlabberige Haut gelblich oder aschgrau färbt, die Augen einsinken, dick umrändert und unheimlich glühend, die Stirn geädert und zerfurcht wird und die Hände zittrig und zappelig werden. Und wenn dazu noch abstoßende Ungepflegtheit, wüst derangierte Kleidung, ein schwarzer, an den Wurzeln weißer Haarbursch und ein ungehindert sprießender weißer Bart auf einem einst glatt rasierten Gesicht hinzukommen, ist die Gesamtwirkung ziemlich schockierend. Doch dergestalt war Crawford Tillinghasts Erscheinung in jener Nacht, als mich seine halbverständliche Botschaft nach den Wochen meines Exils vor seine Tür brachte. Dergestalt das Gespenst, das mich, eine Kerze in der Hand, schlotternd einließ und sich verstohlen über die Schulter blickte, als fürchte es unsichtbare Dinge in dem steinalten, einsamen, von der Benevolent Street zurückweichenden Haus. Dass Crawford Tillinghast überhaupt jemals Wissenschaft und Philosophie studiert hatte, war ein Fehler. Diese Dinge sollten dem kühlen und unpersönlichen Forscher überlassen werden, denn sie bieten dem gefühlvollen und tatkräftigen Menschen zwei gleichermaßen tragische Alternativen. Verzweiflung, wenn ihm seine Suche fehlschlägt, und unsägliche und unvorstellbare Schrecken, wenn sie Erfolg hat. Tillinghast war einmal das Opfer des Fehlschlags gewesen, einsam und schwermütig. Doch jetzt, so wusste ich mit würgender Furcht, war er das Opfer des Erfolgs. Ich hatte ihn fürwahr vor 10 Wochen gewarnt, als er mit seiner Geschichte herausplatzte, welcher Entdeckung er da auf der Spur zu sein glaubte. Er war damals hitzig und erregt gewesen und hatte mit einer hohen und unnatürlichen, wenngleich immer oberlehrerhaften Stimme gesprochen. »Was wissen wir?« hatte er gesagt. »Von der Welt und dem Universum um uns her. Unsere Mittel, Eindrücke zu empfangen, sind lachhaft gering, und unser Begriff von den uns umgebenden Objekten ist unendlich eng. Wir sehen die Dinge nur so, wie wir beschaffen sind, sie zu sehen, und können keine Idee von ihrer wirklichen Natur gewinnen. Mit 5 schwachen Sinnen geben wir vor, den grenzenlos komplexen Kosmos zu begreifen. Doch andere Wesen mit einem erweiterten, leistungsfähigeren oder unterschiedlichen Sinnesspektrum sehen vielleicht nicht nur die Dinge, die wir sehen, völlig anders, sondern sehen und studieren vielleicht ganze Welten aus Materie, Energie und Leben, die nahe beiliegen und doch mit den Sinnen, die wir haben, nie entdeckt werden können. Ich habe immer geglaubt, dass solche seltsamen, unzugänglichen Welten direkt vor unserer Nase existieren. Und ich glaube jetzt, einen Weg gefunden zu haben, die Barrieren niederzureißen. Ich spaße nicht. Binnen 24 Stunden wird diese Maschine beim Tisch dort Welten erzeugen,
die auf unerkannte Sinnesorgane einwirken, die in uns als atrophierte oder rudimentäre Überbleibsel existieren. Diese Wellen werden uns viele dem Menschen unbekannte Anblicke erschließen und einige, die allem unbekannt sind, was wir als organisches Leben erachten. Wir werden das sehen, was die Hunde im Dunkeln anheulen und das, worauf die Katzen nach Mitternacht die Ohren spitzen. Diese Dinge werden wir sehen und andere Dinge, die noch kein atmendes Geschöpf je sah. Wir werden Zeit, Raum und Dimensionen überspringen und ohne körperliche Bewegung in den Urgrund der Schöpfung spähen. Als Tillinghast diese Dinge sagte, erhob ich Einwände, denn ich kannte ihn gut genug, um eher erschreckt als amüsiert zu sein. Doch er war ein Fanatiker und jagte mich aus dem Haus. Jetzt war er nicht minder fanatisch, doch sein Verlangen zu sprechen hatte über seinen Unmut gesiegt, und er hatte mir gebieterisch in einer Schrift geschrieben, die ich kaum wiederzuerkennen vermochte. Als ich in die Behausung des so plötzlich ins Groteske metamorphosierten Freundes trat, steckte mich das Entsetzen an, das in all den Schatten umzugehen schien. Die vor 10 Wochen geäußerten Worte und Überzeugungen schienen in der Dunkelheit jenseits des kleinen Lichtkreises der Kerze Gestalt geworden, und mich ekelte die hohle, veränderte Stimme des Hausherrn. Ich wünschte mir die Dienstboten herbei, und es behagte mir nicht, als er sagte, sie wären alle vor 3 Tagen gegangen. Es kam mir zumindest komisch vor, dass der alte Gregory seinen Herrn im Stich gelassen haben sollte, ohne dies einem so erprobten Freund wie mir zu erzählen. Er war es doch gewesen, der mir nach meinem wutentbrannten Hinauswurf alle Mitteilungen über Tillinghast gemacht hatte. Doch dennoch ordneten sich bald alle meine Ängste meiner wachsenden Neugier und Faszination unter. Was genau Crawford Tillinghast jetzt von mir wollte, konnte ich nur ahnen, doch dass er irgendein stupendes Geheimnis oder eine Entdeckung mitzuteilen hatte, daran war nicht zu zweifeln. Zuvor hatte ich gegen seine unnatürlichen Vorstöße ins Undenkbare protestiert. Jetzt, wo er offenkundig in gewissem Grade reüssiert hatte, teilte ich beinahe seinen Elan, obschon der Preis für den Sieg fürchterlich schien. Durch die dunkle Leere des Hauses hinauf folgte ich der auf- und niedertanzenden Kerze in der Hand dieser erschütternden Karikatur eines Menschen. Der elektrische Strom schien abgestellt zu sein, und als ich meinen Führer danach fragte, antwortete er, es gäbe einen ganz bestimmten Grund dafür. »Es wäre zu viel, ich würde es nicht wagen«, nuschelte er weiter. Diese neue Angewohnheit, vor sich hin zu murmeln, fiel mir besonders auf, denn es sei ihm nicht ähnlich, Selbstgespräche zu führen. Wir betraten das Laboratorium in der Mansarde, und mein Blick fiel auf jene abscheuliche elektrische Maschine, die in einem siechen, sinistren, violetten Leuchten gloste. Sie war mit einer starken chemischen Batterie verbunden, schien aber keinen Strom zu bekommen, denn ich entsann mich, dass sie während des Experimentalstadiums geblubbert und gesurrt hatte, wenn sie in Betrieb war. Auf meine diesbezügliche Frage murmelte Tillinghast antwortend, dass dies permanente Glühen in keinem mir fasslichen Sinne elektrisch sei. Er platzierte mich jetzt nahe der Maschine, so dass sie rechts von mir stand, und legte irgendwo unter der krönenden Anhäufung von Glasballons einen Schalter um. Das gewohnte Geblubbere begann, wurde zu einem Jaulen und endete in einem so gedämpften Brummen, als wolle wieder Stille einkehren. Unterdessen verstärkte sich das Leuchten, schwächte sich wieder ab und nahm dann eine blasse, extravagante Farbe oder Farbenmischung an, die ich weder klassifizieren noch beschreiben kann. Tillinghast, der mich beobachtet hatte, bemerkte meinen ratlosen Gesichtsausdruck. »Weißt du, was das ist?« flüsterte er. »Das ist ultraviolett.« Meine Überraschung entlockte ihm ein sonderbares Glucksen. »Du dachtest, Ultraviolett sei unsichtbar. Ist es ja auch,
Aber jetzt kannst du es sehen und viele andere unsichtbare Dinge dazu. Pass auf, die Wellen von diesem Ding wecken in uns tausend schlafende Sinne. Sinne, die wir aus Äonen der Evolution von der Zustandsform freier Elektronen zur Zustandsform organischen Menschseins erben. Ich habe die Wahrheit gesehen und ich beabsichtige, sie dir zu zeigen. Fragst du dich, wie sie sein wird? Ich werde es dir erzählen. Hier nahm Tillinghast genau mir gegenüber Platz, pustete seine Kerze aus und starrte mir grässlich in die Augen. Deine vorhandenen Sinnesorgane, voran die Ohren, glaube ich, werden viele der Eindrücke aufnehmen, denn sie sind eng mit den schlafenden Organen verbunden. Dann werden andere hinzukommen. Die Zirbeldrüse ist jedoch ein Begriff, ja? Über den platten Endokrinologen, diesen mitgefoppten und mitparvenu des Freudianers, lache ich doch bloß. Diese Drüse ist das Sinnesorgan schlechthin, das ist meine Entdeckung. Es ist letztendlich wie mit dem Gesichtssinn. Sie übermittelt dem Gehirn visuelle Bilder. Wenn du normal bist, solltest du auf diesem Wege eigentlich am meisten davon mitbekommen. Und ich meine von den Beweisen vom Jenseits. Ich blickte mich in dem riesigen Mansardenzimmer mit der schrägen Südwand um, das trübe Strahlen erhellten, die der Alltagsblick nicht sehen kann. Die fernen Ecken waren nur Schatten und der ganze Raum gewann eine neblige Unwirklichkeit, die seinen Charakter verfinsterte und die Imagination zu Symbolik und Fantastik einlud. Während der Pause, die Tillinghast schwieg, glaubte ich mich in einem gewaltigen, unglaublichen Tempel lange toter Götter. Ein verschwommenes Bauwerk aus unzähligen schwarzen Steinsäulen, das von einem feuchten Fliesenboden über mein Blickfeld hinaus in wolkige Höhen emporreichte. Das Bild blieb eine Weile sehr lebhaft, wich aber allmählich einer grauenhafteren Einbildung, nämlich der schierer, absoluter Einsamkeit in einem unendlichen, lichtlos-lautlosen All. Es schien nur Leere zu geben und nichts weiter sonst, und ich verspürte eine kindliche Angst, die mich den Revolver aus der Gesäßtasche zücken ließ, den ich seit jener Nacht, als man mich in East Providence überfallen hatte, nach Einbruch der Dunkelheit stets bei mir trug. Dann glitt aus den allerfernsten Fernen sanft der Klang ins Sein. Er war unendlich schwach, fast unmerklich vibrierend, unverkennbar melodisch, besaß jedoch die Eigenschaft außerordentlicher Leidenschaftlichkeit, die ihn in seiner Wirkung einer süßen Folter meines ganzen Körpers gleichkommen ließ. Ich hatte dabei dasselbe Gefühl, wie wenn man zufällig über eine Mattglasscheibe kratzt. Gleichzeitig entwickelte sich so etwas wie ein kalter Luftzug, der eindeutig aus der Richtung des fernen Klangs an mir vorüberwehte. Atemlos abwartend stellte ich fest, dass sich sowohl Klang wie Wind verstärkten. Dieser Effekt vermittelte mir die unheimliche Vorstellung, in der Bahn einer näher kommenden, gigantischen Lokomotive auf den Gleisen festgebunden zu sein. Ich sagte etwas zu Tillinghast, und da lösten sich die ungewöhnlichen Eindrücke abrupt auf. Ich sah nur den Mann, die glosende Maschine und das trübe Zimmer. Tillinghast grinste ekelhaft über den Revolver, den ich beinahe unbewusst gezogen hatte, doch aus seiner Miene konnte ich mit Sicherheit schließen, dass er ebenso viel gesehen und gehört hatte wie ich, wenn nicht sogar noch sehr viel mehr. Ich flüsterte ihm zu, was ich erlebt hatte, und er bat mich, so ruhig und aufnahmebereit wie möglich zu bleiben. Nicht bewegen, warnte er, denn in diesen Strahlen können wir genauso gesehen werden, wie wir selber in der Lage sind zu sehen. Ich sagte dir, dass die Dienstboten gegangen sind, aber ich habe dir nicht gesagt, wie. Es war diese begriffsstutzige Haushälterin. Sie hat unten das Licht angeknipst, nachdem ich sie davor gewarnt hatte, es zu tun, und die Leitungsdrähte fingen sympathische Vibrationen auf. Es muss schrecklich gewesen sein, trotz all dem,
was ich aus einer anderen Richtung sah und hörte, konnte ich hier oben die Schreie hören, und später war es dann recht scheußlich, überall im Haus diese leeren Kleiderhaufen vorzufinden. Mrs. Updikes Kleider lagen dicht beim Schalter in der Eingangsdiele, daher weiß ich auch, dass sie es war. Es hat sie alle erwischt. Aber solange wir uns nicht bewegen, kann uns eigentlich nicht viel passieren. Denkt dran, wir haben es mit einer grässlichen Welt zu tun, in der wir praktisch hilflos sind. Keine Bewegung. Der kombinierte Schock der Enthüllung und des jähen Befehls versetzte mich in eine Art Paralyse, und vor Entsetzen öffnete sich mein Geist wieder den Eindrücken, die, wie Tillinghast es nannte, vom Jenseits kamen. Ich stak jetzt in einem Strudel aus Klang und Bewegung vor meinen Augen konfuse Bilder. Ich sah die verwaschenen Umrisse des Zimmers, doch von irgendeinem Punkt im All aus schien sich eine wallende Kolonne unerkennbarer Gestalten oder Wolken zu ergießen und das solide Dach an einem rechter Hand vor mir liegenden Punkt zu durchstoßen. Dann erhaschte ich wieder den tempelartigen Effekt, doch diesmal ragten die Säulen in einen luftigen Lichtozean empor, der entlang des Wegs der wolkigen Kolonne, die ich zuvor gesehen hatte, einen blendenden Strahl herabsandte. Danach war die Szene fast total kaleidoskopisch, und in dem Wirrwarr aus Gesichtern, Geräuschen und nicht identifizierten Sinneseindrücken spürte ich, dass ich kurz davor war, mich aufzulösen oder in irgendeiner Weise die feste Gestalt zu verlieren. Ein bestimmtes Blitzbild werde ich nie vergessen. Ich schien momentweise ein Stück eines sonderbaren, von leuchtenden, rotierenden Sphären erfüllten Nachthimmels zu schauen, und als es zurückwich, sah ich, dass die glühenden Sonnen ein Sternbild oder eine Galaxie von einer bestimmten Form bildeten. Und diese Form war das verzerrte Gesicht von Crawford Tillinghast. Ein anderes Mal fühlte ich die riesigen, lebendigen Dinge an mir vorüberfegen und gelegentlich durch meinen vermeintlich soliden Körper gehen oder driften. Und ich bildete mir ein zu sehen, wie Tillinghast sie betrachtete, so als könnten seine besser trainierten Sinne sie sichtbar einfangen. Ich entsann mich dessen, was er über die Zirbeldrüse gesagt hatte, und fragte mich, was er mit diesem übernatürlichen Auge sah. Plötzlich war ich selbst mit einer Art erweitertem Gesichtssinn begabt. Über dem luminösen und schattenhaften Chaos stieg ein Bild auf, das, wenn auch vage, die Elemente der Beständigkeit und Dauer enthielt. Es war wirklich zu einem gewissen Grad vertraut, denn sein ungewöhnlicher Teil war der gewohnten irdischen Szene sozusagen überblendet, genauso wie man auch ein Kinobild auf den bemalten Vorhang eines Theaters werfen kann. Ich sah das Mansardenlaboratorium, die elektrische Maschine und mir gegenüber die hässliche Gestalt von Tillinghast, doch von dem ganzen Raum, der nicht von vertrauten Objekten eingenommen wurde, war nicht ein Partikelchen unbesetzt. Unbeschreibliche Formen, lebendige und nicht lebendige, waren in einem widerlichen Wirrwarr vermengt, und dicht an dicht mit jedem bekannten Gegenstand lagen ganze Welten fremder, unbekannter Entitäten. Es schien ebenfalls so, als drängten alle die bekannten Gegenstände in die Struktur anderer unbekannter Gegenstände ein und vice versa. Führend unter den lebendigen Objekten waren tintige, gallertartige Monstrositäten, die in schwabbeliger Harmonie mit den Vibrationen der Maschine zuckten. Es gab ihrer in widerwärtiger Hülle und Fülle, und ich sah zu meinem Entsetzen, dass sie sich überlappten, dass sie zähflüssig und in der Lage waren, sowohl einander als auch das, was wir als feste Körper kennen, zu durchdringen. Diese Dinge blieben niemals ruhig, sondern schienen immer ständig mit irgendeiner boshaften Absicht umherzufließen. Manchmal schienen sie einander zu verschlingen, wobei sich der Angreifer auf sein Opfer stürzte und letzteres sofort aus dem Blick löschte. Schauernd fühlte ich, dass ich wusste,
was die unglücklichen Dienstboten ausgelöscht hatte, und ich vermochte diese Dinge nicht aus meinem Sinn zu verbannen, als ich mich darum bemühte, andere Eigenheiten der jüngst sichtbaren Welt, die uns unsichtbar umgibt, zu erfassen. Aber Tillinghast hatte mich beobachtet und sagte: »Siehst du sie? Siehst du sie? Siehst du die Dinge, die um dich herum und durch jeden Augenblick deines Lebens schweben und schwappen? Siehst du die Kreaturen, die das ausmachen, was die Menschen die reine Luft und den blauen Himmel nennen? Nun, habe ich die Barrieren nicht erfolgreich niedergerissen? Habe ich dir nicht Welten gezeigt, die kein anderer Lebender je gesehen hat?« Ich hörte durch das grässliche Chaos hindurch sein Kreischen und blickte auf das wilde Gesicht, das sich mir so anstößig nah aufdrängte. Seine Augen waren Flammenschlünde, und sie funkelten mich, wie ich jetzt erkannte, mit überwältigendem Hass an. Die Maschine dröhnte abscheulich. »Du glaubst, diese Zappeldinge haben die Dienstboten ausgetilgt? Narr! Sie sind harmlos. Aber weg sind die Dienstboten doch, nicht wahr? Du hast versucht, mich zurückzuhalten. Du hast mich entmutigt, als ich jedes bisschen Aufmunterung brauchte. Du hattest Angst vor der kosmischen Wahrheit, du verdammter Feigling. Aber jetzt hab ich dich. Was hat wohl die Dienstboten weggewischt? Was hat sie so laut schreien lassen? Keine Ahnung, was? Du wirst es bald genug wissen. Sieh mich an. Hör zu, was ich dir erzähle. Meinst du, es gibt wirklich so etwas wie Zeit und Ausdehnung? Denkst du, es gibt so etwas wie Form und Materie? Ich sage dir, ich bin in Tiefen vorgestoßen, die sich dein kleines Hirn nicht ausmalen kann. Ich habe hinter die Grenzen der Unendlichkeit gesehen und Dämonen von den Sternen herabgerufen. Ich habe die Schatten ins Geschirr genommen, die von Welt zu Welt schreiten, um Tod und Wahnsinn zu sehen. Das All gehört mir, hörst du? Es jagen mich jetzt Dinge, jene Dinge, die verschlingen und auflösen, aber ich weiß mich ihnen zu entziehen. Dich werden sie holen, so wie sie die Dienstboten geholt haben. Sie rühren sich, werter Sir. Ich sagte ihnen doch, es sei gefährlich, sich zu bewegen. Bis jetzt habe ich sie dadurch gerettet, dass ich ihnen riet, still sitzen zu bleiben, rettete sie, damit sie mehr sähen und mir zuhörten. Hätten sie sich bewegt, wären sie schon längst über sie gekommen. Keine Bange, wehtun werden sie dir nicht. Den Dienstboten haben sie auch nicht wehgetan. Es war ihr Anblick, der die armen Teufel so schreien ließ. Meine Lieblinge sind nicht hübsch, denn sie kommen von Orten, wo die ästhetischen Normen ganz anders sind. Ich versichere dir, die Disintegration ist völlig schmerzlos, aber ich möchte, dass du sie siehst. Ich sah sie beinahe, doch ich wusste es zu verhindern. Du bist neugierig? Ich habe immer gewusst, dass du kein Wissenschaftler bist. Du zitterst, wie? Zitterst vor Angst, die ultimaten Dinge zu sehen, die ich entdeckt habe. Warum bewegst du dich dann nicht? Müde? Na, macht nichts, mein Freund, denn sie kommen schon. Sieh nur, sieh verdammt, sieh hin, es ist genau über deiner linken Schulter. Was zu erzählen bleibt, ist sehr kurz und mag Ihnen vielleicht aus den Zeitungsberichten vertraut sein. Die Polizei hörte einen Schuss in dem alten Tillinghast-Haus und fand uns dort. Tillinghast tot und mich bewusstlos. Sie verhafteten mich, weil der Revolver in meiner Hand war, ließen mich aber nach 3 Stunden frei, nachdem sie herausfanden, dass ein Schlaganfall Tillinghast ein Ende gesetzt hatte, und sahen, dass mein Schuss auf die schädliche Maschine gezielt gewesen war, die jetzt hoffnungslos zertrümmert auf dem Laboratoriumsfußboden lag. Ich erzählte nicht viel von dem, was ich gesehen hatte, denn ich befürchtete, der Corona würde skeptisch sein. Doch aus meiner ausweichenden Skizzierung des Hergangs folgerte der Arzt, dass ich von dem rachsüchtigen und mörderischen Irren unzweifelhaft hypnotisiert worden war. Ich wünschte,
Ich könnte diesem Arzt glauben. Es würde meinen bebenden Nerven helfen. Könnte ich aus meinem Geist streichen, was ich jetzt von der Luft und dem Himmel um mich herum und über mir denken muss. Ich fühle mich nie allein oder behaglich, und wenn ich abgemattet bin, überkommt mich zu Zeiten fröstelnd ein grässliches Gefühl des Verfolgtseins. Was mich davon abhält, dem Arzt zu glauben, ist diese eine simple Tatsache, dass die Polizei nie die Leiche jener Dienstboten fand, die Crawford Tillinghast ermordet.